Welcher Mannschaft ist seiner Liebsten ein Outfit zusammenzustellen, das sie mehr mag als das einer Profi-Stylistin? Wenn es schief geht, heißt es alles für meine Freundin. Zieh du dich an, ich zieh mich aus. Welcher Kerl hat Bock? Also ich würde es versuchen. Aber ob das so was wird, weiß ich nicht. Aber versuchen wäre ich auf jeden Fall bereit dazu. Dann sind das die Regeln. 20 Minuten Zeit, 250 Euro Budget. Gewinnt das Outfit der Stylistin, kann seine Freundin es nur haben, wenn er sich auszieht. Ja, ich bin dabei. Ja, auf jeden Fall. Der 19-jährige Abiturient Ado gibt also alles für seine gleichaltrige Freundin Samira. Dann wird es ernst. Für Stylistin Julia und Abo geht's los. Und während Samira im Café wartet, darf Ado noch ein Shopping-Motto aussuchen. Da sie super gerne mit ihren Freundinnen abends ausgeht, zum Cocktail trinken oder so, würde ich einfach sagen, so ein Abendoutfit, was sie halt dort anzieht. Okay, also mit dem Motto liegt eigentlich ziemlich richtig. Es geht los für Ado und Julia. In 20 Minuten muss das Outfit stehen. Ado geht zielbewusst in Richtung Jeans. Doch dann... Oh, ich glaube, ich bin bei den Männern gelandet. Zum Glück ist es zu den Mädels-Jeans nicht weit. Weißt du denn, was sie für Größen hat? Ich meine 36, aber bei manchen Hosen ist das ja so, dass zwei Größen drauf sind, beziehungsweise bei den meisten sehe ich gerade. Bei Hosen trage ich in der Regel 36. Ich glaube, die Hose nehme ich, sonst dauert das hier zu lang für die Hose. Für die Jeans gehen vom Budget von 250 Euro 79,90 Euro ab. Und wie läuft es zeitgleich bei Julia? Ich brauche jetzt irgendwas, was ich selber abends in die Cocktailbar anziehen würde. Da sind wir aber gespannt. Also zum Beispiel, ich glaube, das hier nehme ich jetzt einfach mal in der richtigen Größe mit, wenn ich sie denn dann finde. Das Kleid für 90 Euro soll es also sein. Das heißt, man hätte durchaus noch irgendwie Spielraum für eine spießige Jacke. Ado entscheidet sich flink für ein Oberteil für 39,90 Euro. Sie mag das also generell, wenn das so kurz ist, oder? Ist das kurz? Keine Ahnung. 16 Minuten bleiben. Okay, dann lass ich mir jetzt bei der Jacke etwas mehr Zeit. Und vielleicht auch ein bisschen mehr an den Cocktailabendlook denken. So, vielleicht etwas auffälliger, weil jetzt die ersten beiden etwas schlicht sind, dass die Jacke dann ein bisschen so vielleicht etwas auffälliger ist. Schrille Farben wie gelb oder lila oder blau, das gefällt mir eigentlich nicht so. Zurück bei Julia. Dann würde ich mal sagen, gucken wir mal schon mal nach Schuhen. Schuhe gibt's eine Etage tiefer. Sowas könnte ich mir ganz gut vorstellen. Und mit 90 Euro sind sie auch im Budget. Wenn ich mich richtig erinnere, wären wir ja bei 180. Hätte ich aber noch 70 Euro über, ne? Und knapp 9 Minuten Zeit. Ich glaube, ich habe was gefunden. Das ist 129,99, deswegen könnte es knapp werden. So, im Kopfrechnen bin ich jetzt nicht so der Beste. Kleine Hilfe, Hose 80 Euro, Shirt 40 Euro, mit der Jacke für 130 Euro, wären die 250 Euro weg. Dann muss sie nachher barfuß rumlaufen und das wollen wir nicht. Daher tauscht er die Jeans in eine günstigere für 49 Euro und dann geht es schnell zu den Schuhen. Die kosten nur 49 Euro, also 50 Euro. Damit liegt er bei 140 Euro, aber irgendwie ist der Look mehr Bowlingabend als Cocktail. Julia hat noch 5 Minuten und sucht eine Tasche. Ich probiere jetzt einfach mein Glück, crashe das Ganze mit diesem Rucksack und suche mir noch ganz schnell eine Strumpfhose. So, Ado hat noch 2 Minuten, eine Jacke zu finden. Ich nehme jetzt das, die Größe muss ich abschätzen, weil das ist jetzt eigentlich S, aber hier steht kein S, sondern 38. Ich bin fertig. Gut, eine Minute hätte er noch gehabt und mit der Jacke für 70 Euro reicht auch das Budget. Julia schnappt sich wenige Sekunden vor Schluss noch eine schwarze Strumpfhose. Dann darf Freundin Samira beide Outfits testen. Der erste Eindruck? Ich trage ehrlich gesagt nicht so gerne Kleider. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es von meinem Freund ist, weil der steht normalerweise eher auf gechilltere Sachen und lockerere Sachen. Dann mal rein in das Kleid. Das gefällt mir echt gut, also es sieht wirklich schön aus. Vor allem hätte ich auch nicht gedacht, dass der Rucksack so gut mit dem Kleid harmoniert. Also ich bin echt positiv überrascht. Und das zweite Outfit? Ja, also mit sowas habe ich eher gerechnet. Und wie sieht's aus? Ja, also ich finde es mega schön. Es ist halt echt der totale Gegensatz. Also eben war es ja total schick und jetzt ist es halt total lässig, aber es gefällt mir echt sehr gut. Und ich habe auch mit sowas gerechnet, also dass mein Freund mir sowas aussucht. Ich bin definitiv davon überzeugt, dass es von ihm ist. Da wird Ado stolz sein. Alles passt, sogar die Schuhe sitzen. Er war umsonst nervös. Aber entscheidet sie sich wirklich für seinen Look? Ado und Julia sind gespannt.
Samira entscheidet sich für das Outfit ihres Freundes. Und damit gewinnt sie auf unsere Kosten den kompletten Look. Und er kann angezogen bleiben.